Geschichten aus der Geschichte. Stimmt's oder stimmt's nicht? Folge 8. Der Geschichtsschreiber und Völkerkundler Herodot schrieb zu den Mauern von Babylon, einem der sieben Weltwunder: Oben auf der Mauer am Rande baute man einstöckige Türme, je zwei einander gegenüber, zwischen denen genügend Platz blieb, dass ein vierspänniger Wagen hindurchfahren konnte. Demnach war die Stadtmauer von Babylon nicht nur riesig, sondern auch praktisch eine Hochbahn. Stimmt's oder stimmt's nicht?